Herzlich willkommen beim Podcast Inklusionsinsel von Claudia Heitzmann. Interessante Gespräche und wertvolle Erfahrungen für Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen beim Podcast Inklusionsinsel. Mein Name ist Corinna Schröder. Ich freue mich heute gemeinsam mit der Gründerin der heilpädagogischen Praxis in Karlsruhe über das spannende Feld der Heilpädagogik zu sprechen. Claudia Heitzmann ist mit vollem Herzen Heilpädagogin und Mama einer mittlerweile erwachsenen Tochter mit Trisomie 21. Sie ist Leiterin einer Praxis, in der mittlerweile 10 Heilpädagoginnen tätig sind. Wir werden heute einen Einblick erhalten in ihre Erfahrungen in der praktischen Arbeit, aber auch über ihre Motivation, eine eigene heilpädagogische Praxis zu gründen. Bevor ich lange rumrede, steigen wir vielleicht gleich ein. Liebe Claudia, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht möchtest du dich einfach gerne nochmal vorstellen. Ja, vielen Dank, Corinna. Also mein Name ist Claudia Heitzmann. Ich bin Heilpädagogin und habe in Karlsruhe eine heilpädagogische Praxis. Und erzähl mal vielleicht ein bisschen mehr, wie kommt es dazu? Wie bist du auf den Beruf der Heilpädagogin aufmerksam geworden? Weil ich denke, es ist für viele Zuhörer sicherlich spannend, darüber mal ein bisschen was zu erfahren, weil wir Heilpädagoginnen werden ja auch oftmals mit dem Beruf des Heilpraktikers verwechselt. Deswegen, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Also das hat schon ganz früh angefangen, dass ich Pädagogin werden wollte, sagt man heute. Als ich selber Kindergartenkind war, war bei uns eine Praktikantin und ich erinnere mich noch jetzt daran, wo sie stand, wie das alles da aussah. Und sie hat gesagt, dass sie Kindergärtnerin wird. Und dann habe ich gedacht, schon selber als Kindergartenkind, oh, das werde ich auch mal, wenn ich groß bin, Kindergärtnerin. Inzwischen heißt es ja Erzieherin, aber nach meinem Abitur habe ich dann in meinem ersten Beruf Erzieherin gelernt. Später dann, ich war im Anerkennungsjahr, war ich schwanger mit meiner Tochter, die mit Trisomie 21 geboren ist. Und als meine Tochter selbst im Kindergarten war, hatte sie eine Heilpädagogin. Und in der Zusammenarbeit mit dieser Heilpädagogin, vorher kannte ich diesen Beruf gar nicht, habe ich gesehen, was die für eine schöne Haltung hat und wie die mit meiner Tochter zusammenarbeitet. Ich war selber auch im Kindergarten Erzieherin und die gleiche Heilpädagogin war bei mir in der Gruppe und hat mich unterstützt bei der Begleitung eines Kindes, was zu früh geboren war. Und das war damals für mich so motivierend und so spannend. Und sie hat mir eine ganz neue Welt eröffnet, wie man individuell mit Kindern umgehen kann. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde auch Heilpädagogin. Wow, das hört sich echt spannend an, vor allem, dass du auch schon den Wunsch als Kind entwickelt hast und dass dich der Beruf damals schon fasziniert hat. Geh mal stark davon aus, dass die Erzieherinnen im Kindergarten auch für dich große Vorbilder waren und dass du sehr gerne im Kindergarten warst, weil du dir dann eben auch als Ziel gesetzt hast, hey, diesen Beruf möchte ich auch mal ausüben. Also es gibt ja immer Menschen, die inspirieren einen, die nimmt man sich aus einem gewissen Grund als Vorbild. Und ich weiß, du kannst mich aber auch verbessern, wenn dem nicht so war. Also aber mein Eindruck war jetzt, dass du, einfach so eine positive Erfahrung in der Kindheit im Kindergarten gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, das möchte ich auch mal machen. Ja, das war auf jeden Fall so. Also ich bin sehr gerne in den Kindergarten gegangen. Das hat mir da sehr gut gefallen und ich war auch gern mit diesen jungen Frauen zusammen. Also nicht unbedingt die Erzieher, die da immer waren, sondern eher die dann gekommen sind und irgendwie was Besonderes gemacht haben, weil sie gerade in der Ausbildung waren, weil sie zum Praktikum da waren. Die haben mich irgendwie beeindruckt. Ja, die hatten wahrscheinlich noch mal neue Ideen und das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja auch in deiner Praxis tätig und habe deswegen viele Einblicke in verschiedene Kindergärten und
muss auch sagen, für mich ist es auch immer super spannend, wenn dann auch FSJler da sind, die dann nochmal ihre Talente oder ihre Interessen mit in die Arbeit einbringen. Da bin ich manchmal so begeistert, was dann am Ende zustande kommt und ja, wie glücklich die Kinder dann auch sind, wenn man nochmal so besondere Angebote für sie hat. Ja, ich glaube auch, dass das so die Motivation war oder dass das mir besonders gut gefallen hat. Da war dann Energie drauf und es war spannend und es war interessant und das hat mir gefallen, ja. Aber was mir einfach schon klar war, das ganze Leben, wenn ich so zurückdenke, ich wollte immer mit kleinen Kindern arbeiten. Also Kindergartenkinder war immer irgendwie wichtig für mich und inzwischen ja noch die, die noch kleiner sind. Also am liebsten jetzt als Heilpädagogin arbeite ich mit den Familien, die kleine Kinder haben. Da war ja das jüngste Kind 4 Wochen alt, auch mit Trisomie 21 und das ist dann genau mein Ding, mit den Familien, die Familien zu begleiten, mit denen gemeinsam ins Leben zu gehen, denen Unterstützung zu geben. Und das ist ja auch so eine wichtige Arbeit, weil ich bin selber zwar noch keine Mama, aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Mama dann auch, wenn sie erfährt, dass ihr Kind eine Behinderung hat, da spielen ja so viele Ängste mit, so viele Sorgen. Man weiß nicht, was braucht das Kind, wie entwickelt sich das, kann es irgendwann eigenständig ein Leben führen, weil das ist ja genau das, was sich jede Mama, jeder Papa für seinen Sohn oder seine Tochter wünscht, dass die dann auch ein selbstständiges Leben führen können. Und wenn dann auch selbst eine Mama da ist, die auch mal diesen Weg gegangen ist, also die auch mal Ängste hatte, die auch mal genau an diesem Punkt stand und vielleicht auch unsicher war, dass so eine Person dann eben kann den Eltern eben total viel Mut machen und ja, auch Orientierung einfach geben für das, was auch möglich ist. Und ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges, was Eltern auch brauchen, diesen Mut, daran zu glauben, dass dass auch ein Kind, das ist ja das, oh, mein Kind hat Trisomie 21, das sind ja oft die Ängste, oh je, kann das irgendwann sprechen lernen, kann das irgendwann schreiben, kann das irgendwann sich selbstständig anziehen, essen, einen Beruf ausüben. Und genau das ist es. Und ich glaube, da bist du ein riesengroßes Vorbild, weil du hast dein Kind gesehen, dann wurdest du noch so toll unterstützt im Kindergarten mit einer Heilpädagogin, dass deine Tochter jetzt einen Beruf ausübt und weitestgehend natürlich eigenständiges Leben führen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder erreichen mich Anfragen zu meiner Beratungstätigkeit. Diese kann ich euch auch online per Videochat anbieten. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Homepage claudia-heitzmann.de. Ich freue mich auf eure Nachricht. Gerne auch per E-Mail unter kontakt@claudia-heitzmann.de. Ist ja schon eine Weile her, die Geschichte meiner eigenen Tochter. Die ist inzwischen 35 Jahre alt, also das liegt alles schon sehr weit zurück. Ja. Also vielleicht noch kurz, bevor wir weitermachen, kann ich auch ein bisschen was über mich erzählen. Also ähnlich wie du wusste ich, dass es mich in die Pädagogik zieht. Also mein Wunsch als Kind war auch, mit Kindern zu arbeiten, als Erzieherin oder als Lehrerin. Das war schon immer, ich habe schon als Kind gemerkt, wie schön es ist, auch mit also ich war selbst noch Kind und habe mich aber um jüngere Kinder gekümmert und mich hat schon damals, also ich war selber vielleicht 10 Jahre alt und mich hat schon damals diese Aufgabe so erfüllt und das hat sich auch in meiner Jugend, da war ich im Sportverein sehr aktiv als Jugendleiterin, habe immer wieder Angebote und Aktionen mit Kindern gemacht und für mich war dann ganz klar nach dem Abitur, ich möchte einen Beruf im sozialen Bereich ausüben. Und ich hatte nach meinem Abitur eben ein FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr und im Anschluss eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin. Und nach dieser Ausbildung habe ich so für mich gedacht, aber da gibt es ja noch mehr. Also
Ich möchte mehr verstehen, was Kinder brauchen, was der Mensch braucht. Also ich rede gar nicht nur, dass wir das nur Kinder brauchen, sondern das braucht man in die, also es gibt einfach so Bedürfnisse, so Wünsche, ja, die auch erwachsene Menschen brauchen. Das ist unabhängig davon, in welchem Alter. Und genau darüber wollte ich eben mehr erfahren und bin dann eben auf die Heilpädagogik gestoßen. Und ich fand es damals schon so super spannend. Und dann habe ich die Ausbildung gleich begonnen, als es dann eben möglich war. Es ist, wenn du die Heilpädagogenausbildung machst, dann brauchst du ein Jahr Berufserfahrung als Erzieherin und dann kannst du da eben starten. Und genau, nach diesem Jahr Praxiserfahrung habe ich das dann auch gleich gemacht. Und ja, ich habe richtig gemerkt, wie wissbegierig ich bin. Und auch jetzt, ich lerne nie aus. Es ist, man erfährt so viel, man kann so viel von anderen Heilpädagogen lernen. Und das ist das, was das Berufsfeld für mich so wahnsinnig interessant macht, eben weil es so viel gibt und man auch so viel für sich selbst mitnehmen kann. Also dadurch hat wahrscheinlich auch Gründe, warum ich im Pädagogik oder Pädagogin werden wollte, weil ich vielleicht auch mich selbst besser verstehen wollte. So, ja, wie wird der Mensch so, wie er wird? Wie kommen Ängste zustande? Wie kommen Verhaltensweisen zustande? Und das hat mich schon, ich interessiere mich auch für die Philosophie, das hört man da bestimmt raus. Ich habe mich auch viel damit beschäftigt, naja, was ist eigentlich Glück? Weil wir oft in diesem stressigen Alltag dass auch ja, die Gefahr besteht, dass man auch sich das so ein bisschen drin verliert und nur noch funktioniert. Und das Wichtige ist ja, dass man auch den Moment genießt. Also dann nehme ich immer meinen Hund als Beispiel, weil ja, da würde ich sagen, der kostet jeden Moment aus. Und genau das sollten wir ja auch machen. Und genau das ist eben das Schöne, dass wir das eben auch ja, anderen Menschen ermöglichen. Und das kann man eben, oder ja, das ist ja so das, was auch, würde ich sagen, die Heilpädagogik auszeichnet, dass wir den Menschen sehen, denken, okay, was steht denn gerade an, wie können wir jetzt einen schönen Vormittag gestalten und ja, was braucht man jetzt, genau jetzt? Ja, das ist super, Corinna. Du arbeitest ja bei uns in der heilpädagogischen Praxis mit Kindern im Kindergarten oder auch als Hausbesuch, hast auch Kontakt zu den Eltern der Kinder. Und was mir besonders gut an dir gefällt oder was dich auszeichnet, ist, dass du auch dein Wissen weitergeben willst. Warum wir ja jetzt auch heute zusammensitzen und diesen Podcast machen, das ist auch eine Intention, finde ich, von dir, dein Wissen weiterzugeben. Du gibst Fortbildungen, du unterrichtest an der PH. Ich weiß nicht, was du noch alles machst. Vielleicht erzähl mal noch dazu ein bisschen was. Ja, das kam eigentlich. Also ich war 5 Jahre lang Leiterin eines Schülerhorts und schon da habe ich, parallel habe ich eben die Ausbildung zur Heilpädagogin gemacht und da war ich so von begeistert, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe. Und ich habe richtig gemerkt, ich habe diesen Wunsch, das anderen zu erzählen. Und deswegen hatten wir auch in den wöchentlichen Teamsitzungen immer so einen Einblick. Da hatte ich immer was vorbereitet, um mein Wissen so ein bisschen weiterzugeben. Oder dass wir uns einfach mal auch über Kinder individuell austauschen. Und dann eben mit dem Hintergrundwissen, was ich mir in der Ausbildung angeeignet habe, weil ich da gemerkt habe, wow, darauf kommt's an oder das ist jetzt was, wo einen wirklich weiterbringt. Und ja, ich hatte ja auch bis vor ein paar Monaten noch an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe Realschullehramt studiert, weil ich so auch gemerkt habe, mich zieht's in die Lehre. Also es ist so, an der Hochschule, da müssen alle Studenten eine Pädagogikprüfung im ersten Semester bestreiten. Und der Inhalt dieser Vorlesung, der hat mich so fasziniert, dass ich saß stundenlang da, habe mir diese Texte durchgelesen und bin danach mit meinem Hund Gassi gegangen. Und in meinem Kopf waren so viele neue Gedanken, so viele neue Impulse,
dass ich dann auch gemerkt habe, wenn ich dann morgens zu meiner Mutter zum Frühstück gegangen bin, musste dieses Wissen raus. Sie war nicht immer ganz erfreut, weil sie manchmal auch gesagt hat, können wir mal ein bisschen weniger intellektuelle Gespräche führen. Also ich habe da gemerkt, okay, ich habe da irgendwie dieses Bedürfnis, mich mitzuteilen und gerade wenn mich was begeistert ist, dann auch andere damit teilhaben zu lassen. Und dann hatte ich die Prüfung geschrieben und wurde auch vom Dozenten gefragt, ob ich nicht eine Tutorentätigkeit an der Hochschule annehmen möchte. Und das war, ich habe mich darüber super gefreut und habe mich da auch wirklich reingearbeitet, die Texte alle, die ich sowieso schon gelesen hatte, nochmal durchgelesen, weil es nochmal was anderes ist, ob du für dich selbst lernst oder ob du dir Themen aneignest, die du anderen vermitteln willst. Und habe auch sehr viel darüber gelernt, wie man denn überhaupt lernt. Also ich war 12 Jahre auf der Schule und da hatte ich nie so eine Methode entwickelt, wie ich mir am besten Wissen aneigne. Und das kam dann eben erst im Studium. Und das habe ich dann auch versucht, eben den Studenten zu vermitteln. Und genau, mein erstes Tutorium war eben im letzten Jahr. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Ich wusste, es werden jetzt 15 Studenten vor mir sitzen. Und ich habe Stück für Stück, also mit jedem Tutorium wurde ich sicherer, sogar dass die Studenten auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, hey, das ist ja Wahnsinn, du hast dich richtig entwickelt in der Zeit. Du wirkst so viel selbstsicherer. Und ich hatte da auch dieses Gefühl, aber es war auch nochmal super spannend, das gespiegelt zu bekommen. Und ja, genau. Ich habe da richtig gemerkt, wow, das erfüllt mich. Und dann bin ich ja auch auf dich zugekommen und habe gesagt, Claudia, ich würde so gerne auch Seminare im Rahmen unserer Praxis halten, um einfach den Austausch, das Wissen weiter zu vermitteln. Und ich sage auch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie das Wissen habe und das andere vermittelt, sondern im Gegenteil. Ich lerne durch die Tutorien. Ich lerne durch, wenn du von einer Gruppe sprichst und ein Seminar hältst, durch diesen Austausch, durch dieses Wissen, die Erfahrung, die auch andere gesammelt haben, lernt man selbst so viel mehr. Und ich merkte auch immer, ja, es erschließen sich Zusammenhänge, die einem vielleicht vorher noch nicht so klar waren. Und dafür braucht es eben diesen Austausch. Das ist ja wie bei unseren wöchentlichen Teamsitzungen. Ich gehe nach jeder Teamsitzung mit einem Gefühl von, oh ja, stimmt, jetzt habe ich wieder was Neues dazugelernt. Oder so kann man das auch sehen und auch ein Stück mit mehr Sicherheit raus. Ich bin jetzt schon so lange im pädagogischen Bereich tätig, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir doch unsicher bin. Und wenn man dann eben diesen Austausch hat, einen anderen Blick vielleicht, und das zeichnet vielleicht auch so ein bisschen unser Team aus, wir sind ja alles so, also wir haben alle ein Ziel und trotzdem hat jeder so seine Interessensgebiete. Und ich glaube, das ist das, was unser Team wirklich ausmacht, von Spielpädagogin zu Traumapädagogen zu sensomotorische Integrationsfachkraft, meine ich, heißt es. Das ist einfach wirklich schön, dass wir so voneinander profitieren können. Super. Jetzt habe ich viel geredet, aber man merkt, ja. Ich rede gerne über dieses spannende Feld. Ja. 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 Genau. Also, dann möchte ich mich bedanken. Es hat mich jetzt gefreut, dass wir uns jetzt mal ausgetauscht haben. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall auf die weiteren Podcasts, die schon geplant sind. Wir hatten vorhin ja schon über ganz wichtige Themen gesprochen, die noch anstehen. Und das werden wir dann in der nächsten Zeit dann nach und nach mit euch teilen. Also von mir möchte ich mich jetzt gerade kurz verabschieden und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Inklusionsinsel, ein Podcast von Claudia Heitzmann. Suchst du weitere Informationen, so findest du diese auf der Seite www.claudia-heitzmann.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.